meine sehr verehrten Damen und Herren, ich darf Sie recht herzlich begrüßen zum Werkstattkonzert des Pilotorchesters Blaskapelle Hohenlohe des Kreisverbandes Hohenlohe im Blasmusikverband Baden-Württemberg. Besonders begrüße ich den Hausherrn des heutigen Tages, der Bürgermeister der Gemeinde Frankenhardt, Herr Jörg Schmidt. Herzlich willkommen. Mir eine besondere Ehre, Sie, Frau Kübel, hier in Frankenhardt begrüßen zu dürfen. Frau Kübel ist die erste Landesbeamtin des Landkreises Schwäbisch Hall. Und immer wieder ein gern gesehener Gast bei der Blasmusik, Herr Ralf Snurawa vom Hohenloher Tagblatt. Herzlich willkommen. Jetzt bitte ich Herrn Bürgermeister Schmidt zum Grußwort. Ja, sehr geehrter Herr Kreisverbandsvorsitzender Gasing, liebe Frau Erste Landesbeamtin Kübel, sehr geehrte Ehrengäste, liebe Freunde der Blasmusik, ich darf Sie im Namen der Gemeinde Frankenhardt als Bürgermeister der Gemeinde Frankenhardt sehr herzlich begrüßen zum Werkstattkonzert der Blaskapelle Hohenlohe hier in der Frankenhalle in Gründelhardt. Schön, dass Sie so zahlreich heute gekommen sind. Es ist wirklich toll zu sehen, dass die Halle voll ist. Ja, heute haben wir in Frankenhardt, und es ist eine besondere Ehre für uns, die besten Musiker Hohenlohes der Blasmusik hier in Frankenhardt, und wir freuen uns jetzt gleich, dass Sie uns in die hohe Kunst der Blasmusik einführen, dass Sie uns das zelebrieren. Ja, und wieder einmal ist der Martin Dasing, der Mitinitiator, der Projektleiter des Auswahlorchesters. Und der Martin Dasing ist nicht nur engagierter Kreisverbandsvorsitzender, der sich sehr stark für die Blasmusik einsetzt, sondern er ist auch engagierter Vereinsvorsitzender in der Gemeinde Frankenhardt. Er hat nämlich im Jahr 2014 das Projekt Egerländer Blasmusik Frankenhardt gegründet. Sie sehen es hier, das große Plakat links und rechts. Und dieses Projekt ist zum Neujahrsempfang der Gemeinde Frankenhardt initiiert worden. Und seit dem Jahr 2014 kann man sagen, ist es auch eine Erfolgsgeschichte. Und manche waren vielleicht von Ihnen auch im Januar am Konzertabend dabei bei den Egerländern Blasmusik Frankenhardt. Ja, und jetzt ist es ganz besonders, dass wir heute ein weiteres Auswahlorchester sehen. Und wir genießen heute einen weiteren böhmischen Leckerbissen im Verlauf des Nachmittags. Ja, ich möchte auch Danke sagen, dass das Gründungskonzert sozusagen von der Blaskapelle Hohenlohe in Frankenhardt, in Gründelhardt stattfindet, wie ich schon gesagt habe, eine ganz besondere Ehre für uns. Ich möchte mich jetzt kurz halten, möchte Ihnen einen angenehmen, unterhaltsamen Nachmittag wünschen. Danke vor allem den Musikern, dass sie uns einen unterhaltsamen Nachmittag bereiten, und wünsche Ihnen ein schönes Konzert. Danke, dass Sie so zahlreich gekommen sind. Nochmal herzlich willkommen in der Gemeinde Frankenhardt. Schönen Tag. Frankenhardt, und ich darf Sie auch herzlich bei unserem Landrat Gerhard Bauer grüßen. Gemeinsam musizieren verbindet und macht Spaß, hat man mir gesagt. Als Musikerin und Musiker können Sie das wahrscheinlich bestätigen. Ich bin leider nicht so begabt. Die traditionelle Blasmusik hat seit dem Jahr 2016, dank Ihrem Engagement, sehr geehrter Herr Dasing, einen festen Platz im Jahreslauf der Gemeinde. Und neben dem lokalen Musikverein werden hier auch international bekannte Akteure der Blasmusikszene begrüßt, dass wir die Möglichkeit haben, diese musikalische Vielfalt auch hier in unserem Landkreis zu erleben und zu hören, ist eine Bereicherung.
Und im Raum Hohenlohe, ich komme nicht aus dem Raumler, aber ich bin jetzt seit 3-4 Jahren da, deswegen kann ich das bestätigen, ist, glaube ich, die Blas- und Spielmannsmusik schon seit langem Tradition. Sie ist auf jeden Fall, gehört zu vielen Festen dazu und wird auch von den Menschen hier wertgeschätzt und anerkannt. Dabei spielt der Kreisverband eine wichtige Rolle und dank der zahlreichen Lehrgänge werden Dirigenten und Dirigenten sowie junge Musikerinnen und Musiker ausgebildet. Ohne dieses Engagement würden die einzelnen Blaskapellen, jetzt kommt ein Kompliment, alt aussehen. Sie sehen alle nicht alt, sondern sehr jung und frisch aus. Vielen Dank an dieser Stelle an alle, die sich in verschiedenste Weise im Kreisverband einbringen. Und nun freue ich mich sehr auf das Auswahlorchester mit den besten Hohenlohe Blasmusikern und Musikern. Ich wünsche uns einen schönen Nachmittag und bin jetzt ganz oben. Schönen Dank. Herzlichen Dank Ihnen beiden für Ihre Grußworte. In den nächsten Minuten wird der erste Landesvorsitzende der Bläserjugend Baden-Württemberg, Herr Dr. Mayer, noch zu uns stoßen. Nichtsdestotrotz wünsche ich Ihnen, meine sehr verehrten Damen und Herren, weiterhin ein schönes Konzert. Viel Vergnügen. Grüß Gott hier in Gründelhaft. Ich möchte mich kurz vorstellen. Mein Name ist Reinhold Zeller. Ich bin kurzfristig eingesprungen, weil Edi Graf bei den Egerländern
leider verhindert ist, sonst würde er die Moderation machen. Franz hat mir vorher gesagt, komm, sag du was. Ich hoffe, dass es alles so gut rüberkommt, wie du dir das vorstellst. Wunderbar. Kurz, wir haben mit einem Egerländer Stück, mit dem Falkenauer Marsch, Sie begrüßt, Sie herzlich willkommen geheißen. Das ist ein altes Stück zu den Egerländern Beginnzeiten und der ist sehr von Ernst Bosch geprägt, dieser Marsch. Ich hoffe, der ist bei Ihnen gut angekommen. Am Applaus haben wir etwas gemerkt, dass, ja, dass es gut war, einigermaßen. Vielleicht können wir noch eine Schippe drauflegen. Deswegen haben wir vorher mit dem zweiten Stück den Buntspecht, unsere Klarinetten, ein bisschen den Schluckspecht, sagst du jetzt, okay? Also das möchte ich jetzt nicht behaupten, weil die sind, sehen alle gut und anständig aus, oder? Aber nochmal einen riesen Applaus für unsere Klarinetten, weil die sind wirklich sehr gut. Weiter geht es bei uns im Programm mit einem Walzer, den der Sänger der Egerländer Musikanten geschrieben hat, der Nick Loris, der Name ist bestimmt bekannt, und zwar am Großen Brunnen. Da gibt es eine riesige Geschichte, wie der entstanden ist, das haben wir gestern Abend erfahren, möchte ich aber jetzt nicht machen und Ihnen das Stück nicht vorenthalten. Anschließend geht es mit einem Solostück, wo nicht ganz einfach zu spielen ist, auch von den Egerländern weiter, die goldene Musik, und hier darf Thomas Zirn am Flügelhorn und Karl-Heinz Sturm am Tenor, das können sein. Ich wünsche Ihnen viel Spaß und gute Unterhaltung. Danke. Thank you.
fast geschleudert. Das ist leider live. Weiter geht es mit einer Schränkhalb-Polka. Die haben wir jetzt kurzfristig noch probiert, mit Gesang zu machen. Also das war wirklich kurz vor 12 Uhr. Ja, ich wünsche einfach viel Spaß und hoffe, dass euch das gefällt. Am Gesang Thomas Zürn und meine Wenigkeit. Liebe Gäste, als nächstes Stück darf ich unseren Trompeter ansagen, Peter Pfeil, und meine Wenigkeit in einem Solo, und zwar bei einem Stück Bohemian Lovers, die böhmischen Liebenden oder der böhmische Liebhaber. Viel Spaß und viel Vergnügen. Thank you.
So, liebe Gäste, jetzt haben wir was vorbereitet, und zwar eine Aha-Polka. Also das Aha kommt später. Ja. Und zwar eine letzte Runde, und es wird jetzt ein bisschen geteilt, also unsere Gruppe wird jetzt geteilt, das war zehn Teile eines Projektes, denke ich jetzt. Aber zu diesem Projekt, da wird der Franz jetzt kurz was noch sagen. Der ist jetzt genauso überrascht bist wie ich. Ja, und dem Konzert zwei Teile, da wollen wir mit der zweiten Gruppe gestalten. Aber weil das gestern so super funktioniert und so viel Spaß gemacht hat, haben wir gesagt, wir können keine Gruppe ausschließen. Wir machen das das ganze Konzert gemeinsam, aber dass wir unserem Projekt trotzdem nachkommen nach der Ausschreibung, haben wir uns vorgenommen, dass wir trotzdem zwei Titel in kleinerer Besetzung spielen. Und einer davon ist eine letzte Runde, es ist zwar nicht die letzte Runde, es kommen noch ein paar, aber wir spielen es jetzt in der ersten kleinen Besetzung, also etwas kleiner. Ja, wir haben zum Beispiel, Posaune haben wir nur zwei, da sollten wir drei haben, mindestens, so für zwei Gruppen hätten wir noch drei gebraucht, also so machen wir, aber jetzt hören Sie mal, wie es sich anhört, wenn man nicht in voller Besetzung spielt, aber bestimmt interessant. Viel Spaß dabei.
mit einer letzten Runde. Und jetzt kommen wir zu der Aha-Polka. Da hat sich der Franz ganz was Besonderes einfallen lassen, damit Sie einen kleinen Einblick bekommen, wie es bei uns in dem Workshop oder in der Probe ein bisschen zugeht oder zugehen kann. Alles verraten war natürlich nicht. Aber musikalisch bekommen Sie jetzt ein bisschen was zelebriert, würde ich sagen. Oder, Franz? Dankeschön. So, dann darf ich wieder was erzählen. Also, Brecht, Blasorchester, böhmische Blasmusik. Was eigentlich passiert? Was kann man da unter einem Workshop für böhmisch-mährische Blasmusik eigentlich verstehen? Also wir haben uns gestern getroffen, noch nie gesehen, manche noch nie gesehen, manche haben sich noch nie gesehen, noch nie zusammen gespielt, das war auf alle Fälle ganz sicher. So, jetzt müssen wir erstmal Ordnung reinbringen in den Laden hier, würde ich mal sagen. Alle Fälle haben sie etwas gemeinsam, sind alle verrückt nach Musik und sind alle super, super Musiker. Bitte erstmal einen Applaus für die. So, wie beginnen wir? Jetzt, wie jedes Fußballspiel, wie jedes Handballspiel, ist geprägt von Regeln, an die man sich halten muss. Genauso ist es in der Musik auch. Wenn man jetzt klassische Musik spielt, dann hat man bestimmte Regeln. Genauso ist es eigentlich in der böhmische oder in der Big Band oder was weiß ich was auch so. Ja? Und dann haben wir zuerst mal besprochen, festgelegt, geklärt, wie spielt man eine Viertel, wie spielt man eine Achtel, wie spielt man eine Sechzehntel, dass wir alle einheitlich spielen können. Denn das Zusammenspiel ist immer wichtig, dass wir von der Auffassung her gleich spielen. Weil oft sagen wir, das Timing stinkt nicht, aber es ist oft das Problem der Auffassung. Und deswegen haben wir das erstmal auf den Punkt gebracht, mit ein paar Vorübungen, und dann ging es los. Wie sowas, so eine Polka entsteht, kann man jetzt so vielleicht vergleichen mit einem Wald zum Beispiel. Ja? In einem Wald, was finden wir da? Zum Beispiel der Boden, ein paar Bäume, wir finden ein paar Tiere, Vögel und so weiter. Und das Ganze aufs Orchester übertragen, wird dann so klingen. Jetzt mal zum Beispiel der Boden oder die Bäume. Dafür brauchen wir eine Rhythmusgruppe. Beim Egerlein sagen wir eigentlich die Maschinerie. Das ist eigentlich unsere Maschinerie. Ohne die funktioniert der Lader nicht. Die müssen marschieren, die müssen nach vorne gehen, damit die Melodieinstrumente nachher zaubern können. Und deswegen möchte ich mal ein Beispiel machen mit den Tuten erstmal, was die da leisten müssen, ohne die das eigentlich nicht funktioniert, aber die vielleicht nicht so zur Geltung kommen, wie jetzt, wenn die Flügelhörner oder die Trompete einen hohen Ton spielen, dann sind die Kings. Aber die Jungs dahinter in der Maschinerie, die haben den ganzen Abend schwer zu arbeiten und es kommt leider nicht so zur Geltung. Aber ich weiß das zu schätzen und bin stolz, dass der mitmacht. Und jetzt hören wir mal rein, wie die Tuten so klingen, was die so für Arbeit machen müssen. Jetzt kommen da die Bäume dazu. Die Bäume, und da will ich jetzt mal die Äste und die Bäume alle dazu nehmen. Dann nehmen wir das Schlagzeug mit und die Posaune. Aber dass das nicht so einsam klingt, nehmen wir die ganze Rhythmusgruppe dazu. Okay? So.
tolle Bäume, haben ein paar Pflanzen, schön, aber da fehlen jetzt noch Emotionen. Wie kann man die Emotionen rüberbringen? Indem man da ein paar Tiere trifft. Ja. Wir können große Tiere sehen, vielleicht Wölfe, haben wir vielleicht Angst, kommt die Emotion Angst dazu. Oder vielleicht sehe ich auch ein Eichhörnchen, da freue ich mich, habe ich wieder ein anderes Gefühl. Und das, dafür sind die Melodien zumindest zuständig. Wir hören uns jetzt mal die Tenorhörner an. Das wären jetzt die Elefanten. Nee. Sucht euch Papiere raus. Ja, jetzt ändert die Haltung ein bisschen oder die Lichtung ein bisschen runterbleibt. Schwitzer, ja. Das haben wir aber auch dabei. Jeder hat einen Vogel. Einige mehr sagen die Kollegen. Also hören wir uns mal die Balletten an. Gemacht und haben sogar noch Spaß dabei gehabt. Ja. Nee, ich muss dazu sagen, es macht viel Spaß mit den Jungs. Es ist wichtig, ein Auswahlorchester, das hat man sofort gemerkt, ich schon beim ersten Ton, dass die Leute alle spielen können und das hat mich tierisch gefreut. Und das war eine tolle Zusammenarbeit, muss ich sagen. Ich bedanke mich jetzt schon für euch. Und jetzt haben wir gehört, wie das Ganze zusammen entsteht. So eine Polka, jetzt wollen wir es auch vorführen. Und das ist die keine andere als die Aha-Polka. Eine von meinen Lieblingsstücke, komponiert von Kollege, Freund, Kumpel, Landsmann, wer auch immer. Also ich schätze den sehr, was der schreibt. Und deswegen habe ich die auch rausgesucht, dass wir heute die Aha-Polka für Sie vortragen. Viel Spaß! Thank you.
Dankeschön, liebe Gäste. Sie haben gesehen, wie es dort zugehen kann. Der Franz, der reißt uns mit. Ich kann Ihnen nur sagen, Franz, so viel Applaus kannst du gar nicht kriegen, wie toll du warst und toll du bist. Nochmal einen riesigen Applaus für unseren Franz. So, nach dieser wunderschönen Polka, ich glaube, jetzt eine Pause angedacht. Ich weiß es leider nicht, Martin, wie kurz soll die sein? 10 Minuten. Pro Mann. Kurze Verschnaufpause für uns und für Sie natürlich auch. Und danach geht's mit einem wunderschönen Stück weiter, das möchte ich nachher ansagen. Bis nachher. Danke und grüße mich weiter. Musik
belehren will oder lehren will oder machen will. Aber viele wissen von Franz einiges noch nicht. Und das möchte ich jetzt Ihnen ein bisschen zukommen lassen. Franz hat unzählige Auftritte in der Staatsphilharmonie, im Stadttheater, in ganz vielen Musicals, Miss Saigon, Die Schöne und das Biest, ich weiß jetzt nicht, wer das Biest war, im Musical Cats, Tanz der Vampire, Phantom der Oper, 42nd Street und so weiter und so weiter. Und natürlich, jedem von Ihnen bekannt, bei den Engeländer Musikanten, zuerst bei Ernst Mosch, jetzt bei Ernst Hutter und war früher erster Bundespreisträger als Solist bei Jugend musiziert, 79, 81, 84 und ich glaube weitere Jahre auch noch, bis er erwachsen worden ist. Also, es hört einfach nicht auf. Ja, für nichts kommt nichts, heißt das schwäbische Sprichwort. Gell? Jetzt habe ich ein paar persönliche Fragen. Franz, du bist wahrscheinlich nicht vorbereitet, deswegen machen wir es diskret. Und zwar, wie lange machst du schon Musik? Oh je, ganz lange, ja. Also ich habe schon ganz früh angefangen. Ich war schon mit 5 Jahren begeistert von der Musik. Bei uns im Dorf gab es auch eine Blaskapelle, die haben immer so gespielt und die haben dann Noten ausgeteilt. Und ich war immer zwischen den Musikern und durfte die Noten halten. Da war ich ganz stolz drauf. Und ich wusste schon ganz früh, dass ich mit 5 Jahren, dass ich eigentlich unbedingt Trompete lernen will. Aber das war ja so, bei uns mussten wir erstmal mit Akkorden beginnen und so, was eigentlich gar nicht verkehrt war. Damals fand ich es schlimm. Aber im Nachhinein fand ich es eigentlich ganz gut. Hat mir das mehrstimmige Gehör auch geschult. Von daher war es ganz gut. Aber mit Trompete habe ich dann in der 3. Klasse so mit 9 Jahren begonnen. Ja. Es war gar nicht so einfach, aber soll ich mal weiter erzählen, weiter ausholen? Oder? Ja, eigentlich sollte ich Klarinette lernen, weil ich damals schon dicke Lippen gehabt habe. Und dann habe ich gesagt, bevor ich Klarinette lerne, lerne ich lieber Trompete. Ne? Ja, aber damals war das so, dass man mit dicker Lippen eine Trompete spielen sollte oder darf und so. Und ja, und dann war ich, nein, das will ich lernen, aber fertig. Da brauchen wir diskutieren. Mein Vater hat gesagt, okay, wenn der das will, dann machen wir das so. Dann haben wir angefangen, habe ich ein Instrument gekriegt, aber damals gab es keinen Koffer oder Kickbacks, da waren so Stofftüter, irgendwie haben das Instrument so eingepackt und zugezogen, das Mundstück dazugelegt. Aber wir sind immer am Polzeplatz vorbeigegangen, in die Musikstunde hat es geheißen bei uns. Und natürlich bin ich früher gegangen, also am Polzeplatz ein bisschen noch Fußball spielen können und so, und da war halt immer Staub und so. Und irgendwie, und das ist immer schlechter geworden. Und mein Lehrer damals hat gesagt, ja, ich habe da doch von Anfang an gesagt, das passt nicht zu dir, die Trompete. Du sollst da nicht, nein, ich habe freiwillig damals geübt und mit mir haben ja einige mehr angefangen noch und so. Und ich habe geübt jeden Tag eine halbe Stunde, wer macht das schon freiwillig, sag mal so, in der Zeit. Und es ist immer schlechter geworden. Da habe ich gesagt, dann nehmen wir die Trompete. Da habe ich da mein Mundstück und die reingeblasen. Ja, das gleiche nochmal. So ein schlechter Ton, nur Luft im Ton. Kaum, ich habe mich gequält auf dem Ding. Aber ich habe jetzt gesagt, ich wollte nicht aufgehen. Und das ging so am Monat, zwei. Und irgendwann hat er gesagt, so. Jetzt, wenn das weitermachen willst, bei mir, es geht, funktioniert es nicht, willst du andere lernen. Na, aber einmal versuchen wir es noch, ja. Und dann hat er mir eine Trompete gegeben, da habe ich reingeblasen. Und Gott sei Dank hat mein Mundstück da nicht drauf gepasst. Und ich musste ein armes Mundstück nehmen und dann war das sofort schöne Ton, eine Höhe gehabt. Und habe ich eigentlich alle überholt gehabt, die schon 4 Jahre vor mir angefangen haben. Und dann hat er mich heimgeschickt, jetzt gehst du heim, durch der Vater. So, ich habe doch jetzt spielen können. Ja, er hat gesagt, so, und jetzt nimmst du den und mein Vater und gefährst den Stab und nimmst den in die Musikschule an, also Musikgymnasium. Und so bin ich zu der Musik gekommen und das hat mir so gefallen, dass ich es bis heute nicht bereue. Und wenn ich es nochmal machen müsste, würde es genau das gleiche tun. Lange hast du geübt und geübt und geübt, bis du in die Profiliga kamst, also oder immer noch vertreten bist. Das habe ich jetzt hier zwar nicht drauf, aber wie bist du jetzt eigentlich zu den Egerländer Musikanten gekommen? Wie ging das voran?
Ja, mein Spruch ist, wir brauchen immer Glück im Leben. Das war da auch der Fall. Und das war eigentlich ja, eine längere Geschichte, aber ich mache es kurz. Ich habe hier gerade in dieser Gegend, ich weiß nicht mehr genau, wo das war. Das war aber in 89, das kann ich mich genau erinnern. Da kam ich dahin, war ich gebucht von Roland Kohl und seiner neuen böhmischen Blasmusik. Sie kennen die? Ja, die ist ja auch aus der Gegend, ganz Bartholomäe, ist, glaube ich, jetzt gerade zu weit, oder? Ja, ja. Und da haben wir mal gespielt und da komme ich hin, da war so ein kleiner Glatzkopf, mittlerweile könnte ich sein, ja. Aber der hat immer erzählt, wir haben gespielt und der hat erzählt von Marx und vom Ernst und von Marx. Und ich habe auch von meinem Kapellmeister von daheim erzählt, ja. Aber irgendwann, der hat hochgespielt, ich habe hochgespielt, das hat super zusammengepasst. Er hat ein bisschen offensiver gespielt, ich habe das schön ausgespielt, die Phrasen. Die waren alle begeistert, die Musiker, ob zwar wir aber nie in der Band gespielt haben. Und mit dem kleinen Ferenc auch noch nicht, ja. Ich wusste, dass es einen Ferenc gibt, aber wer das ist, in der Pause habe ich dann mal gefragt, ja, wer ist denn der Marx? Ernst. Oh, das ist der Max Krieger und der Ernst Mosch, wie ich das gehört habe. Aber es war schon zu spät. Ich habe den überzeugt gehabt und wir waren ein super Team. Wir haben das eigentlich seit dann haben wir die ganze Aufnahme beim Roland Kohle immer zu zweit gespielt. Die Ferne und ich, der Ferne ist das Soli damals von Ernst Mosch. Und irgendwann, als ich bei Mosch dabei war, hat mir der Mosch erzählt, es kam einmal der Ferne zu mir und hat gesagt, da war mit so einem ungarischen Akzent, du, da habe ich einen kennengelernt, der heißt Franz, den musst du nehmen, hat er einfach gesagt. Und so hat er mich der Mosch mal eingeladen und dann habe ich vorgespielt, das war im Studio und er hat natürlich alle Spuren sich einzeln angehört und ich habe Glück gehabt, er hat meine gute Stelle erwischt. Und so bin ich dabei, und das ist schon seit 34 Jahren, mittlerweile beim Ernst Tudor, früher beim Ernst Mosch und es macht immer noch viel Spaß, nach wie vor nach 34 Jahren. Wunderbar. Als Mentor bei uns in Kapelle, also wirklich jede Minute und den vermittelst du uns wirklich super. Aber was mich jetzt persönlich interessieren würde, ja, ich Ernst Mosch auch mit 5 oder 6 Jahren das erste Mal gesehen habe oder kennengelernt habe, als ganz, ganz kleiner Bub, was war Ernst Mosch für ein Mensch? Der war ja sehr emotional, denke ich jetzt mal, in den Proben oder in Auftritten, wenn man den kennt. Das stimmt, der war sehr emotional. Er wusste aber immer, was er will. Er wusste immer genau, wie er es will. Ich habe noch keinen Mensch, begegnet, der so umgeht mit der Melodieführung, der so weiß, wo die Melodie hin muss, wo die Luft, also wo die Höhepunkte sind, wo die Phrasen sind. Und das versuche ich euch auch ja zu vermitteln. Und das war für mich sehr, sehr, sehr begeisternd. Aber er hat halt immer, dadurch, dass er immer wusste, was er will, hat auch immer das verlangt. Und wenn du das gespielt hast, so wie er es wollte, da warst du der beste Freund. Es waren auch Leute dabei, die das nicht so ganz gut geschafft haben, und die haben aber dann kein gutes Leben gehabt. Deswegen sind die Meinungen über den Ernst Mosch sehr geteilt. Aber eigentlich war es ein Kumpel. Eigentlich, also, der war immer ganz netter. Der hat uns immer nett und freundlich begrüßt. Ja. Auch wenn wir schwere Nacht vor uns hatten. Aber er war immer freundlich und also immer nett und immer, war immer top und so. Ich war ja jetzt noch unterwegs mit ihm. Aber ich sage, du musst halt so spielen, wer es will, und dann hast du nie ein Problem. Dankeschön. Was mich jetzt noch interessieren würde, Franz, was waren deine musikalischen Highlights, wo du sagen kannst, boah, das war eine der tollsten Sachen, wo ich gemacht habe? Ja, da gibt es mehrere, da muss ich jetzt überlegen. Die Musicals zum Beispiel waren immer schön, immer toll. Ein Erlebnis war auch die mit Mosch, mit der Egerländer in der Stadt in Wien, da waren 11.000 Leute, da hast du gerade ein bisschen hingesehen. Ja, und das war so toll und so mit so einem Applaus und so weiter. Ja, dann war, ja, was so. Ich mache ja auch viel Orgel Trompete, da habe ich ein Konzert gehabt, ein Eröffnungskonzert in Mailand, in einer Kirche, großen Kirche, da war, durfte ich die Eröffnung spielen von dem Musikfestival da, das ist am Radio live gesendet worden, das war auch ein sehr großes Highlight. Was für mich noch, ja, New York natürlich. Wir haben mit der Egerin in der Carnegie Hall gespielt. Und was für mich, ja, mich zuletzt heute in der Frankfurt, in der Halle in Frankfurt. Ja, ich spiele von Herzen. Jetzt habe ich noch abschließend zwei nicht musikalische Fragen. Das passt jetzt nicht ganz in die Faschenzeit rein. Aber Franz, was isst du am liebsten?
Es ist ein Landgericht. Ich muss überlegen, was nicht. Okay, passt. Und was trinkst du am liebsten? Außer Wasser? Ja, mach ich auch alles. Ja. Gut, dann will ich jetzt die Fragen nicht überpesen. Franz, wir würden im nächsten Stück weitermachen, und zwar mit der nächsten kleineren Gruppe, und zwar mit einer sehr bekannten Polka, die Lenchen-Polka. Viel Vergnügen. Dankeschön. Böhmisches Gold ansagen und anschließend auch eine sehr bekannte Polka, die Hanna-Polka. Viel Vergnügen! Dankeschön! Thank you.
Verschnaufpause von 5 Sekunden machen wir die Polka Netolitschka. Netolitschka ist bekannt von einem Komponisten, der sich Ladislav Kubisch nennt. Ladislav Kubisch hat selber eine Kapelle gehabt namens Veselka. Außerdem hat er eines der bekanntesten Egerländer Stücke komponiert, und zwar die südböhmische Polka. Aber weniger oder fast genauso schön ist die Netolitschka Polka. Ja. Und anschließend hören Sie ein Solostück von unserem Flügelhornist Tim Strecker vom Musikverein Arnoldsheim mit dem wunderbaren Titel My Dream. Lassen Sie sich verzaubern von Tim und unserem Orchester mit Franz Tröster. Danke.
wünschen. Die Zeit verrennt und wir sind fast schon am Schluss angekommen. Bevor wir jetzt unser letztes Stück spielen, die Bosicka Polka, die haben wir ausgewählt, weil wir gesagt haben, wir haben schwungvoll begonnen, wir wollen schwungvoll diese Veranstaltung beenden, aber ich möchte mich im Namen, denke ich jetzt mal, von allen Musikerinnen und Musikern beim Franz bedanken für die zwei wundervolle Tage, was du uns beigebracht hast. Ich finde, das ist ein riesen Applaus wert und ich hoffe, du kommst wieder hierher. Und einen möchte ich jetzt nicht vergessen, weil das ist so, wie soll ich sagen, das ist wie der Sprit im Auto, ohne den läuft gar nichts. Und zwar, der schimpft sich mit Vornamen Martin und Nachnamen Dasin. Martin, danke für das, dass du uns alles hier und ein tolles Publikum hier ermöglicht hast. Es gibt uns Musikern so viel und herzlichen Dank und ich denke, einen großen Applaus von unserer Kapelle und von Ihnen, liebe Zuschauer. Martin Dasin.
die tolle Werbung für mich, ja, muss ich mich sehr herzlich bedanken. Aber ich möchte unbedingt mich auch bei euch Musiker, lieber Musikerinnen in erster Reihe, das habe ich immer wieder versäumt. Immer habe ich gesagt, Jungs, aber eigentlich sind die Mädels mindestens so wichtig. Gell? Also nochmal, herzlichen Dank. Ich bin sehr gut aufgenommen worden hier. Ich war total begeistert, was für tolles Niveau wir in der Kapelle haben und wie begeistert und wie motiviert die Leute waren. Und das hat man nicht so oft, dass man, wenn man was erzählt und wenn man was sagt, die setzen das gleich um. Wenn man es verkehrt ist, sagt, setzen sie es auch am Boden. Aber es war richtig, für mich waren das sehr tolle, schöne Tage. Ich möchte mich bei euch alle bedanken für die Bereitschaft, da mitzumachen. Das Ganze, es war schon ziemlich stressig ab und zu für euch, aber ich glaube, es hat sich gelohnt. Mir hat es sehr viel Spaß gemacht und vielleicht sehen wir uns irgendwo mal wieder. Herzlichen Dank nochmal. Sehr verehrten Damen und Herren, auch ich darf mich bei der Blaskapelle Bodeneu bei euch Musikerinnen und Musiker recht herzlich bedanken für die zwei sehr schönen Tage. Wir haben uns sehr gut weiterentwickelt und sind ein sehr gutes Team geworden. Unter anderem auch durch dich, besonders durch dich, lieber Franz, darf mich auch bei dir recht herzlich bedanken. Und vorhin haben wir irgendwas gehört mit Sprit und du trinkst ja alles. Wer schlug Mutter? Okay, höre ich da. Ja, was gibt man einem Franz Tröster? Der Projektpartner der Engeländer Blasmusik, Frankenhardt, hat eine Idee gehabt. Lieber Franz, du bekommst Kellerbier Hell, der Biermanufaktur Engel. Liebe Gäste, hören Sie nun unser letztes Stück, die Bosnitschka-Polka. Und so wie ich Sie einschätze, klatschen Sie so, dass wir eine Zugabe spielen. Und das machen wir sehr, sehr gern. Wir hoffen, dass wir irgendwo Sie wiedersehen und dass Sie uns so kräftig unterstützen mit Ihrem Applaus und Ihren Gesten. Uns hat es riesig Spaß gemacht. Ich wünsche Ihnen für die Zukunft Gesundheit, Friede, alles Gute und auf ein baldiges Wiedersehen. Ihre Kapelle Hohenlohe. Dankeschön.